Ein recht herzliches Hallöchen. Ich will's mal wie euer Matze vom ACLP. Wir machen hier noch weiter unsere Sojaernte. In der Hoffnung, dass wir zeitnah und zügig die Fläche runterbekommen. Deshalb schmeißen wir jetzt den Dreschkasten wieder in die Gänge und schneiden noch die 3-4 Bahnen, die hier sind. Und dann würde ich mal hoffen, dass der. Wir sind auch gleich wieder voll. Das passt doch schon, oder? Deswegen müssen wir uns den hier mal schnappen, da sind wir auch bald voll. Ich denke mal, den Bunker werden wir noch hinkriegen. Da müssen wir halt noch uns überraschen lassen. So. Dann werden wir den. Theoretisch können wir den ja schon eigentlich schon ansetzen, dass der hier weitermacht. Seine Bahn zieht. In Laufen, das ist denn funktioniert, wie ich es mir geplant habe. Helfer rein, er schaltet doch alles an. Und dann müsste ja theoretisch das Fliegen weggehen. Ja, tut's auch. Und bestellt den Acker gleich hinterher. Wieso geht das Fliegen nicht weg? Doch geht es. Wollen wir hoffen. Ansonsten machen wir es nochmal. Aber wir machen jetzt nochmal runde Dröschung. Bis der Tank voll ist. Denn der Hänger ist nämlich schon mal voll, so wie es aussieht. Und daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen, dass wir hier die Fläche zeitnah fertig bekommen. Da es Feuerwände fertig kriegen. Und deswegen haben wir da noch was zu tüdeln. Bis wir hier einigermaßen auf den grünen Zweig kommen, wird es noch eine Weile dauern. Und wie gesagt, wir müssen noch Stroh machen, denn wir haben uns noch eine Maschine leihen müssen. Die Grabwalmpresse, Hänger ein. Nee, eine Rundballenpresse oder Grabballen, ich weiß es selber noch nicht. Ich denke mal, wir werden uns was leihen müssen, dass wir ein paar bunte herkriegen. Und dass wir zeitnah groß. Flächig in der Tierzucht reingehen. Und daher heißt es erstmal darauf hinarbeiten, dass wir hier ein paar Punkte machen. Aber erstmal heißt es das Feld fertig machen, dass wir hier noch die Punkte erreichen. Und dann haben wir auch die Fläche schon mal zeitnah runtergedroschen. Dann müssen wir noch im Weizen drin verschwinden. Und deswegen müssen wir uns hier mal ranhalten. Aber ich denke mal, die Wiese werden wir auch umbrechen demnächst. Ich denke mal gleich mit. Denn so sieht es nicht gut aus mit unserem Konto und daher machen wir jetzt die Fläche noch fertig und so dass wir hier einigermaßen vernünftig lang hinkommen, müssen wir uns halt wirklich sputen, dass wir hier auf den grünen Zweig kommen. Und deswegen fahren wir uns den Bunker noch voll, in der Hoffnung, dass wir den voll bekommen. Ansonsten heißt es erstmal Hofsilo und dann in der nächsten Runde erstmal Geld machen und daher müssen wir uns wirklich sputen, dass wir hier zeitnah die Fläche wegbekommen. Und daher werde ich mich jetzt auch sputen, dass wir hier wirklich hoffentlich alles reinbekommen in den Bunker. Und deswegen sputen wir uns mal eine kleine Runde, denn da Traktor ist uns mächtig auf die Beine und rennt uns bald um und daher. Lassen wir uns unseren Traktor fahren, in der Hoffnung, dass wir dann wirklich schneller mit der Ernte sind als wie der Traktor. Denn der zieht nämlich ganz schön lang hin und schmeißt auch Füll in den Boden. Aber es wird knapp mit der Ernte und daher lassen wir mal schnell den Helfer laufen und werden jetzt schnell die Fuhre verkaufen. Und zwar bei der, ja, wo haben wir sie denn? Hier fällt gerade, aber wir haben noch einen guten Preis für 4 über 4000 und daher tigern wir mit Ihnen mal schnell los und machen schnell ein paar Euros in hoffen, dass wir denn wirklich zeitnah unseren Kredit bezahlen können und die Tiere kommen können. Und da kommt auch schon die Meldung, dass der voll ist. Wir werden abbunkern, erstmal ins Ziel rein bunkern und dann den abtanken, so dass wir wenigstens zeitnah das Feld 8 fertig bekommen.
Aber erstmal hier wieder rausdeichseln. Dann haben wir wieder wunderschön festgefahren. Ist das so klumm? Jetzt. Dann werden wir schnell den Drescher abtanken und dann werden wir in diesem Part noch versuchen, den Hänger voll weg zu fahren. In der Hoffnung, dass wir den noch wegbekommen. Deshalb schmeißen wir schnell so hier runter. Denn er macht jetzt auch schon mehr rot. Also ist er voll. Und daher müssen wir uns einmal hintieren, die Soja aufladen. Und dann let's go Richtung Mühle. Aber da kommt auch schon die Meldung, dass der voll ist. Und hat noch vielleicht noch eine Bahn vor sich. Und dann werden wir den unten ansetzen. Und zwar hier unten auf der Seite. Richtung Hof. Den, oh, was mache ich denn heute für eine Fahrerei? Ich weiß, es ist späte Stunde, aber es muss hier am Fahren liegen. Und daher fahren wir jetzt noch den Schwung auf. In der Hoffnung, dass der jetzt gleich noch den wegmacht. Ja, und dann lassen wir den Hof fahren und setzen dann nebenbei noch den Traktor um, dass er jetzt die anderen Bahnen zieht. Und zwar nach von so wie jetzt die alten Bahnen liegen und deswegen müssen wir uns da auch drum kümmern. In der Hoffnung, dass er denn vernünftig lang hin macht und nicht uns Mist macht, werden wir uns den zeitnah die Fuhr wegfahren. 21 mal 4 sind wir irgendwas bei 20 mal 4, 80.000, über 80.000. Die werden wir uns dann einleimen. Das ist halt ein ganz schöner Schwung an Geld. Und deswegen werden wir uns heute noch die 80.000 machen. In der Hoffnung, dass es hier dann auch vernünftig weiterläuft. Aber so wie es aussieht, wird es nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und deswegen lassen wir ihn mal runter tigern. Jetzt ist er schon unten. Und dann werden wir die Soja wegfahren. Und daher heißt es heute noch ein paar Runden spielen. Ich weiß, wie ich haben mir. Ich habe es jetzt gerade abends gleich 11:30 und daher bin ich kaputt wie sonst was. Aber nichts außer trotz werden wir hier den. Ich glaube, das war jetzt gerade ein Satz mit X. Wir werden ab sofort alles die Trenden machen. Und daher lassen wir ihn jetzt durchlaufen. Er läuft noch, aber wir werden uns erstmal hier drum kümmern müssen, dass wir den Schwung hier wegbekommen zur Mühle, den Drescher noch umsetzen und das wird auch noch ein Spaß werden. Und daher tigern wir jetzt erstmal los, laden uns die Fuhr in schönen Zeit kann der, können wir den Drescher schon umsetzen. Ach, 33 haben wir schon drin und das ist noch ein ganz schöner Schwung. Wie gesagt, setzen wir noch schnell den Drescher um, dann fahren wir die Soja weg. Dann kann man schönzeitig nochmal nachtanken. Nochmal nachtanken, die Sojabohnen und dann ist der Schwung nämlich auch schon. Arrivederci. So, Mühle bei Fahrbereiter kann man ja im nächsten Part nochmal einen richtigen Schwung machen. Und dann haben wir auch schon wieder eine schöne Masse an Geld für zusammengefahren. Also war es doch eine gute Idee, die Soja hinzustellen, hier Sojabohnen. Und daher machen wir unsere Bahn auch gleich wieder in Jange, dass die Technik hinterherkommt. Und daher düsen wir mit ihmchen. Schneller ein bisschen Geld machen. In der Hoffnung, dass wir dann zeitnah hinterherkommen. Wie gesagt, die Idee mit Flügen, Tiefengruppern und Ackerbestellen macht sich halt nicht und deswegen werden wir uns demnächst um eine große Maschine holen müssen und anschließend noch fliegen und daher denke ich mal werden wir uns irgendwie noch einig werden, wie ich mir meinen Acker mache. Ich denke mal, wir werden den Tiefengrupper
verkaufen müssen. Aber da lassen wir uns noch überraschen, wie wir das dann weitermachen. Aber wo ich will ich denn hin? Ich verfahre mir heute wieder mal. Und daher düsen wir jetzt erstmal Richtung Verkauf und machen uns erstmal ein paar Euros. Und er fährt doch vorbei, wie ich es mir gedacht habe. Aber den lassen wir jetzt fahren. Oder? Macht er wenigstens, was ich mir denke. Ja, macht er. Und da werden wir ihn mal ausschalten. Und die Seemaschine abschmeißen. Und zwar erstmal hier zwei Innenbahn hochfahren lassen und dann wieder runterfahren lassen, dann wird es uns zu teuer. Und deswegen müssen wir ihn mal hochschicken. In der Hoffnung, dass es hier vernünftig macht. Und dann müssen wir uns um unsere Hänger nochmal kümmern. Der kippt ja nicht von alleine aus. Der Ars. Und deswegen lassen wir ihn schnell abkippen, fahren den nochmal zurück. In der Hoffnung, dass unsere Technik nicht schief läuft, was hinten schief laufen kann. Und es waren noch über 80.000. Da haben wir schon mal 100.000 auf dem Konto, da können schon die ersten Tiere kommen. Und daher werden wir uns darauf hinarbeiten, dass wir hier zügig weiterkommen. Aber wir müssen uns auch noch darum kümmern, dass wir da unten unseren Boden behauptet kriegen. Da wird noch ein Spaß werden. Daher diesmal gleich mal hier lang. Da stellen wir keinen Aas. Und er dreht. Wie dreht er? Und jetzt mit dem der mal zum Umdrehen. Der hat er hier seine 6 Meter zum Drehen. Und hoffen, dass er denn die einhält. Ansonsten müssen wir nochmal immer hochschicken. Aber er ist auch schon weit voll, deswegen müssen wir uns auch ein bisschen sputen. Also wir haben ja auch ganz schöne Rennereien mit unserer Technik. Und der Tiefengruber wird verkauft demnächst, das ist schon mal amtlich. Da werden wir uns den kleinen Fan schnappen. Aber erstmal machen wir die Flächen mit fertig. In der Hoffnung, dass er hier nicht schief läuft. Und daher reißen wir uns erstmal unsere paar Meter noch lang hin. In der Hoffnung, nee, wir können nicht weitermachen. Denn er ist nämlich gleich unten. Dann wollen wir hoffen, dass wir den Tiefengrupper die Fläche nacharbeiten mit 12 km/h. Ist halt nicht der schnellste. Aber das heißt, wir werden uns alles für zerfahren. Wo wir hier alles dreimal bestellen und doch nichts zu schaffen, machen wir das jetzt per Hand das drehen und lassen ihn weiterlaufen. In Hoffnung, dass er jetzt zügig weitermacht, dass er einen kleinen Vorsprung kriegt und keine Dummheiten macht, werden wir die Bahn nochmal ihn abfahren lassen. Wie gesagt, Kalken müssen wir auch noch, das schmeißen wir alles hintereinander drauf auf einmal. Kalken, Düngen, Pipapo. Und deswegen, nee, soll er nicht machen, das wird doch schon mal Mist, was er vorhat. Daher setzen wir ihn neu an und der Droscher wartet auch schon auf uns. So fährt er jetzt bald vor. Dann lassen wir ihn ja auch mal durcharbeiten, innen hoffen, dass es ja vernünftig macht. Dann verdüsen wir auch mal zum Droscher, dass wir den leer kriegen. Das wird auch noch einen Spaß. Was für ein Stress heute zum Sonntag noch mal. Und daher fahren wir erstmal den hier hoch, tanken den Drosche ab, in der Hoffnung, dass wir zeitnah die Fläche runterbekommen, bevor unser Traktor da ist. Halt mal ihn an hier. Wieso fährt er wieder zurück? Hat er denn vor? Ich muss den Helfer jetzt nicht verstehen, oder?
Ja, fährt vor, fährt zurück, wie wir drehen. Kuriosum, kuriosum, kuriosum. Aber erstmal ihn hier erstmal leer machen. Innen hoffen, dass wir zeitnah noch die Fläche runterkriegen und der Helfer seine Arbeit macht. Werden wir ihn nochmal schnell auf die Finger gucken. So dass er hier ordentlich Fläche macht. Ich denke mal, wenn der die Langbahn anfängt, werden wir mit dem Fendt hinterher fahren. Aber erstmal die Fläche runterschneiden, denn das ist immer am wichtigsten, was wir machen müssen. Und deswegen reißen wir uns noch ein Stück, so dass wir hier einigermaßen vernünftig lang hinkommen. Und wenigstens die Flächen zeitnah fertig bekommen. Ich werde die eine Wiese jetzt amtlich umbrechen, dass wir da noch ein bisschen mehr Fläche bekommen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was wir draufstellen. Ich denke mal, irgendwas, was wir brauchen für die Tiere. Helfer rein, lassen ihn laufen. Er kann ja auch mal stehen bleiben. Er dreht wieder mal schön um. Innen hoffen, dass es hier dann besser läuft als wie bisher. Dann will ich hoffen, dass er die langen Bahnen mitmacht. Und nicht immer bis zur Fliegekante zieht. Wie gesagt, das werden wir erst im nächsten Part sehen, aber da lassen wir uns mal überraschen, ob es hier denn besser läuft als wie bisher. Aber mit ihmchen werden wir erstmal hochtieren. Hochtieren, ich mache heute auch einen ganz schönen Mist, das merke ich selber. Und daher werden wir uns erstmal die Saattechnik anschmeißen. Ranbommeln und in Hoffnung sein, dass er hier vernünftig lang hin macht. Aber wir stellen hier mal vor, aber hier hin und warten erstmal noch ein paar Bahnen ab. Und daher werden wir es im nächsten Part weitermachen. Ich danke fürs Zuschauen bei meinem heutigen Chaos wieder mal. Bis die Tage. Tschüssi.